Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen, auch die Neuen. Schön, dass ihr dabei seid. Die Eisheiligen sind vorbei, die Beete waren ja schon größtenteils vorbereitet, aber ich kann ja persönlich nicht aufhören. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr da schon gerade vor seid oder ob das noch kommt. Egal wie, ich denke mal, es kommen zurzeit ziemlich viele Pflanzen in den Boden. Was ich da alles im Boden gebracht habe, was ich neu ausgesät habe, was ich sonst noch gemacht habe, das erwartet euch alles in dieser Folge. Also, ihr könnt gespannt sein, bleibt dran. Ach, das Wetter ist so herrlich und ich höre die Tiere aus allen Richtungen. Ist voll schön. Ja, bei mir hat sich echt wirklich viel, viel getan. Und ja, am besten fange ich da vorne an. Das kennt ihr auch aus der letzten Zeit, dass ich da immer ein bisschen rumgewerkelt habe, vor allen Dingen auch gezeigt habe. Da ist einiges passiert. In mein Gras- und Hochbeet habe ich eine Sonnenfalle integriert. Die Sonnenfalle speichert Energie, die Wärme der Sonne, fängt es auf, wie der Name schon sagt. Der Boden ist definitiv wärmer, habe ich schon festgestellt, jetzt schon. Und über Nacht geben die Steine dann natürlich, das ist der positive Effekt, dann auch noch Wärme wieder ins Beet ab. Also die Pflänzchen, die ich da heranziehe, die werden es kuschelig warm haben. Da sind auf jeden Fall richtig schöne Sachen reingekommen. Beispiel nochmal Koriander, Basilikum, Salbei. Ach, alles, was ich so in meiner Kräuterkiste gefunden habe, ist da reingekommen. So einfach rein ins Beet. Hier links habe ich ein paar Pflänzchen, die ich vorgezogen hatte, rein. Hier unten haben wir einmal die Petersilie, da oben haben wir zweimal Koriander, ich glaube, das war auch Petersilie und hier links verstärkt hinterm Knoblauch haben wir auch nochmal Koriander. Ich mag Koriander total gerne, gerade so, ich sag mal, thailändische, chinesische Gerichte, wie auch immer, so die Richtung mit Reis, das passt auf jeden Fall immer gut. Da vorne sind die von eben gezeigten Kräuter. Dann habe ich das Ganze mit Totholz ein bisschen in verschiedene Ebenen aufgeteilt. Habe aber auch Höhenunterschiede gemacht, wobei ich gerade sehe, das eine Totholzstück guckt ein bisschen hervor. Das mache ich ja gleich mal ordentlich. Das ist jetzt wieder heile. Da vorne könnt ihr schon sehen, da ist Salat drin mit einem Lollo Rosso. Hier vorne habe ich, man kann es nicht sehen, wirklich auf einer Linie da, so zwei Pflänzchen Fenchel und hier vorne, ich habe vergessen, was da drin ist, wahrscheinlich Spinat oder sowas. Hier rechts, wunderbar am Wachsen, die Erbsen, die rote Gartenmelde lässt sich immer noch nicht blicken, hinter dem Ganzen, da kommen wir dann gleich nochmal zu. Jetzt hocke ich hier vor meinen ganzen Tomaten, ich habe hier schon, ich glaube 15 sind es an der Zahl, Tomatenpflänzchen reingebracht, überall hier verteilt auf dem ganzen Streifen. Rechts ein Sunweaver, die sollen ein bisschen den Kohl schützen, die will ich ein bisschen über den Zaun klettern lassen. Aber ansonsten sind hier natürlich Freilandtomaten reingekommen, definitiv robustere Tomaten. Da gibt es ja Kältetoleranzen, die haben 0 Grad mitgemacht. 0 Grad, das ist echt fantastisch. Wir hatten nämlich von vorgestern auf gestern nochmal eine kalte Nacht. Es war auch ganz kurz nur kalt, aber alle Achtung für Tomaten, die eigentlich, ist eigentlich deutlich wärmer brauchen. Was ist hier reingekommen? Die einzelnen Sorten will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Die Namen werden euch ja wahrscheinlich noch nicht so viel sagen. Da werde ich im Laufe der Saison dann nochmal drauf eingehen. Aber zusätzlich hier noch Basilikum, da vorne Basilikum, rechts Basilikum. Und dann habe ich noch einzeln nochmal Basilikum ausgesät. Mal gucken, was da kommt und was nicht. Aber ja, ansonsten ein bisschen Terra Preta-Prinzip ist hier an Nährstoffen reingekommen. Ich werde richtig ordentlich Humusboden und das werde ich auch nach und nach in meinem Garten umsetzen. Also, so viel von hier. Für die Tomaten ist auch schon genug da, wo sie dann hoch können. Und gehen wir einfach mal weiter. Da vorne waren die Tomaten, jetzt sind wir hier vorne wieder, von der anderen Seite allerdings. Ich habe rundum Knoblauch nochmal in den Boden gebracht, zum Schutze vor Wühlmäuse. Und seitdem ich das gemacht habe, habe ich nur noch einmal so einen kleinen Ausriss hier vorne und da hatte ich auch eine drin. Wahrscheinlich hat es nicht gefallen, wieder abgedampft. Aber ansonsten ist das jetzt hier alles unberührt geblieben. Da hat sich keine Wühlmaus mehr ausgetobt. Ja, und ansonsten... Das hier vorne waren ja Zwiebeln, kein Knoblauch. Habe ich halt überall so ein bisschen zum Schutze was reingesteckt, dass die ja keinen Bock auf die Beete haben. Dann wunderbar hier die Pastinaken. Ein paar sind tatsächlich doch noch gekommen. Hier hatten wir Schwarzwurzel und die Eiszapfenradieschen, da habe ich immer schon fleißig genascht. Die kann ich empfehlen, die sind echt lecker.
Und wenn man die groß werden lässt, ich bin da eher zu ungeduldig, weil ich naschen macht ja so einen Spaß. Hier könnt ihr das ja sehen. Also so ein Ding würde ich naschen, damit ihr das auch mal gesehen habt. Mal gucken, wie ich den aus dem Boden kriege. Na, reißt er ab? Nee, geht. Also, das ist schon so ein Ding hier. Und die können natürlich noch deutlich größer werden. Aber den will ich gleich mal verschnapsen. Lege ich mir schon mal zur Seite. Dann neben dem ganzen Beet, ihr könnt das sehen, hier sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe angefangen, das Zuschauerbeet vorzubereiten, beziehungsweise habe da das ganze Totholz, was jetzt da hinten liegt, ja, zusammengesammelt, rausgesammelt. Habe natürlich auch hackschnitzelmäßig einiges drin gelassen, weil da ganz viel Morsch war. Und perfekt fürs Beet, Leben bringt Leben, ihr wisst das. Und hat ja natürlich auch speichernde Fähigkeiten, ja, Feuchtigkeit, also Wasser oder ja, Nährstoffe und so weiter. Ja, aber da kommt natürlich noch mehr rein. Elli Pelli, du hast ja angeboten zu helfen. Ich weiß auch nicht, ob wir das umgesetzt kriegen. Ich habe im Moment wenig Rangiermöglichkeit, was Zeit angeht und mache das immer so spontan es geht, dass ich da ja, das umgesetzt kriege, was ich mir noch so im Kopf gesetzt habe, gerade jetzt vor Erftstadt am Wochenende. Nächste Woche müssen wir nochmal neu gucken. Vielleicht ist es bis dahin auch schon fertig. Aber ja, so sieht es jetzt hier aus. Ich habe gerade angefangen zu erzählen. Hier vorne habe ich jetzt einen Weg fertig gemacht. Hier ist überall Saatgut ausgebracht und zwar vom Inkarnatklee. Der wird auch als Gründüngung benutzt. Ich erhoffe mir allerdings was ganz anderes. Ich möchte die Wege anlegen damit. Heuzackschnitzel zu kaufen oder so, das ist mir zu teuer. Aber über die anderen Permakulturisten habe ich schon mitbekommen, dass der Klee eine super Alternative ist für Wege. Der vertreibt Unkraut. Und er ist trittfest. Man kann da drauf rumlaufen. Noch geiler. Der wird an den Seiten, also da, wo man nicht drauf rumläuft, wird er blühen. Und die Bienchen und halt anderen Insekten, die haben da dann richtig was Schönes, was dann am Blühen ist. Da freue ich mich ganz doll. Bin gespannt, wie sich das alles entwickelt. Das habe ich jetzt hier gestern erschaffen, als ich beim Beet bei war. Es gibt noch andere Stellen wie beim Kieholbeet, da habe ich auch den Weg gemacht. Das war ja alles eine Holperstrecke. Auch überall in Kanatklee. Ich habe das natürlich so breit gemacht, dass ich mit der Schubkarre ganz gut durchkomme. Den Teil da vorne habe ich ausgelassen. Das war mir zu aktig gestern. Oder vorgestern vielmehr. Ja, und ansonsten hier der Weg. Und gleiches habe ich dann hier auch bei den Wegen gemacht. Ja, die ihr hier sehen könnt. Überall das gleiche Prinzip. Oh, und wenn ihr mal genau hinguckt, hier ist er schon fleißig am Keimen. Guckt euch das an. Ich glaube, so ein bisschen habe ich sogar zu viel Saat ausgebracht. Mal gucken, ob mir das zum Verhängnis werden könnte. Aber dann könnt ihr mal sehen, wie schnell das Ganze am Wachsen ist. Irgendwie, weiß ich nicht, eine Woche oder so im Keim. Ich weiß es nicht mehr so aus dem Kopf. Es ging aber echt schnell. Und wenn ich so an die Quieke denke, die ich ja ganz gerne vertreiben möchte, auch die Zeckengefahr ein bisschen runterzuschrauben. Ja, ist das, glaube ich, eine ganz gute Alternative. Auch hier könnt ihr das sehen, eindeutig überall am Wachsen. Da bin ich gespannt, wie das aussieht, wenn ich aus Erftstadt wiederkomme, ob da schon etwas ein bisschen größer geworden ist. Dann könnt ihr übrigens sehen, ich habe angefangen zu mulchen. Jetzt hier diesen Teil, das mache ich natürlich überall, wo die Pflanzen groß genug sind, wo ich dementsprechend Rasenschnitt oder irgendwas habe zum Mulchen. Habe auch den Tipp gekriegt, mit Brennnesseln soll das ganz toll sein. Hier habe ich halt überall ganz entspannt. Ich habe mir so ein Ding letztes Jahr gekauft und habe einfach ganz entspannt hier mir das Gras abgeholt. Zack, rauf da. Hier könnt ihr das nochmal sehen. Hier ist noch ein bisschen mehr dran. Ups. Könnt also sehen, geht schnell, einfach. Ich habe nicht lange dafür gebraucht, bin einmal rundum, habe das zum Mulchen abgemacht, was ich so gebrauchen konnte. Und ja, habe auch Löwenzahn draufgeschmissen. Ich weiß nicht, ob mir das zum Verhängnis werden könnte. Eigentlich ist ja nur die Pusteblume gefährlich. Aber ich glaube, da kann ich sowieso nichts gegen machen. Ich lass das mal sich wild aussehen. Und wenn ich ein Teil des Wildaussehens bin, dann ist das doch voll okay. Gut, weiter geht's. Oh, die Pfannen sind schön warm. Das zeigt mir, das ist gut, was ich hier mache. Ich habe gerade von meinem Kieholbeet, den Teil habe ich euch ja letztes Mal schon gezeigt, mit Kohlrabi, mit Brokkoli und so weiter. Ne, gar nicht, Blumenkohl war es, ne? Hinten die Möhren, Mangold und rote Beete. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Hier habe ich noch ein paar Feldversuche gestartet mit Zucchinis. Ja, die waren auch bei 0 Grad draußen. Und die hier lebt noch. Hier hinten lebt noch halb. Ich weiß nicht, ob da noch mal was kommen kann.
Ich werde auf jeden Fall noch genug Pflänzchen haben, die ich dann da nachpflanzen kann. Fürs Zuschauerbeet war ja auch noch was gedacht. Ansonsten habe ich im inneren Kreis überall auch Knoblauch gemacht, habe noch an einzelnen Stellen auch noch mal Knoblauch verteilt zum Schutze gegen Wühlmäuse. Und ja, ansonsten ist mir ja einiges an Wasserspinat kaputt gegangen und so weiter. Da habe ich ein bisschen die Lücken gefüllt, aber ich habe jetzt noch da das letzte Stück gefüllt und das will ich jetzt einmal euch zeigen. Da, wo das Stöckchen ist, ist quasi ja, die Reihe mit den Cherry Bells, den Radieschen. Und nach rechts weg, diesen ganzen Bereich, den habe ich jetzt genutzt, um Sachen auszusehen wie Spinat, auch nochmal die Eishaffenradieschen. Und ganz rechts habe ich 4 Tomatenpflänzchen drin. So, ihr Lieben, da möchte ich jetzt schon mal daran appellieren, euch in euren Garten Insektentränken hinzustellen. Ich habe jetzt im Moment nur 2 aktive, aber noch ein paar andere Stellen, wo natürlich Wasser ist. Aber könnt ihr ganz leicht machen. Steine rein in irgendein Gefäß, Behälter, mit Wasser füllen. Ich werde nochmal gucken, dass ich ein paar kleinere Steine dazwischen kriege. Aber im Grunde genommen sollte das so dann nachher reichen, gerade so mit den schrägen Flächen, damit die Wespen und die Bienchen und wer auch immer Wasser braucht, dann auch genug Wasser zur Verfügung hat und nicht ersäuft an diesen, deswegen die ganzen Steine. Also unbedingt in euren Garten packen, ganz wichtig, fangt schon jetzt damit an und achtet darauf, dass ihr da immer mal regelmäßig frisches Wasser rein macht, denn auch die Insekten mögen frisches Wasser und nicht irgendwas Abgestandenes. Also achtet drauf, schönes frisches Wasser, die werden es euch danken und sie werden sich freuen. Ihr erinnert euch, hier vorne möchte ich ja wieder Sonnenblumen hinhaben. Und wie ihr sehen könnt, die sind auch schon fleißig am Kommen. Ich freue mich da richtig, richtig doll drüber. Und der erste Mais ist auch zu sehen. Den habe ich ja drumrum. Dann quasi schräg gegenüber, noch neben dem Grassohnhochbeet, habe ich, obwohl das ist ja ein Beetsystem, da gibt es ja nun verschiedene Sachen. Egal, zurück zum Thema. Hier vorne habe ich ja Kartoffeln drin, wie man sehen kann. Hier vorne habe ich schon wieder alles an Unkraut entfernt, was irgendwie überflüssig war. Mir sind die Pflänzchen erfroren, beziehungsweise die Blätter. Aber wie ihr sehen könnt, das kommt gerade alles nach, deswegen ich bin wieder voller Hoffnung. Beziehungsweise ich hatte sie noch nicht verloren. Ja, und da hinten, da will ich natürlich den Kartoffeln nochmal, bevor ich nach Erftstadt fahre, auf jeden Fall ein bisschen mehr Freiheit schenken, dass sie nicht mit anderen Pflanzen konkurrieren müssen. Dann immer noch ganz toll, neben dem Apfelbaum habe ich ja meine Hochbeete stehen, eins links, eins rechts. Die Erbsen, die sind jetzt deutlich zu sehen. Vorne Ecke noch die Tomatenpflanze, sieht man jetzt von hier nicht. Auch nicht so wichtig. Der Kohl unverändert. Aber guckt euch mal echt, wie toll der Salat immer aussieht. Also ich habe mich da schon ein paar Mal bedient. Der Herbst ist, der Salat ist immer noch aus dem Herbst. Und ja, Radiesen habe ich schon fast alle wegschnaguliert, beziehungsweise meine Gäste. Und mal gucken, was da dann als nächstes reinkommt. Da vorne die Tomatenpflänzchen. Die leben auch noch. Neben den Tomaten, da habe ich nun jetzt auch den Inkarnatklee ausgesät. Der ist auch schon überall zu sehen. Und auch hier vorne neben dem Bunker, hier möchte ich auch Inkarnatklee hinhaben. Ich habe ja das Problem, hier links läuft mir immer das Wasser rein. Das ist ja quasi wie ein Wasserauffangbecken so ein bisschen. Das sickert unten auch ab, ist nicht so dramatisch. Aber trotzdem möchte ich das natürlich nicht im Bunker haben. Je trockener, umso besser. Und ich erhoffe mir von dem Inkarnatklee, dass er halt feuchtigkeitsmäßig einiges weghält. Denn vorher war das halt hier immer alles Sand und ja, nichts Festbewachsenes. Auf dieser Seite kann man das ganz wunderbar erkennen, wie das alles hier in den Bunker reinläuft. Und ja, auf der anderen Seite werde ich das, denke ich, dann auch machen. Auf meinem Podest habe ich noch eine Zuckerbusch stehen. Die wird ja nicht groß, die Pflanze, und kann auch im Topf gezogen werden. Da gibt es auch ganz viele Unterschiede bei den Tomatenpflanzen. Ja, sobald das alles mal mehr zu sehen ist, welche Tomate und so weiter, dass ihr auch Bilder dazu habt, also später in der Saison, werde ich dann zu den einzelnen Tomaten auch noch was erzählen, was sie für tolle Eigenschaften haben. Vorab werde ich das bestimmt auch schon mal einstreuen. Und ja, ich bin total gespannt, wie die ganzen Tomatensorten schmecken. Vorne stand gerade die Zuckerbusch und hier richtig schön, ihr könnt das schon sehen in Vorbereitung. Das wird nachher der Mohn sein. Ich freue mich schon riesig drauf. Da kann man das wunderbar sehen, da geht auch schon einer auf. So, ihr Lieben, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Hinter mir wartet das Gästebeet und für alle, die mich noch nicht abonniert haben, bitte lasst auch ein Abo da und bewertet das Video. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten, Erftstadt ist nicht mehr weit, nicht mehr fern. Heute haben wir Mittwoch. Ich weiß nicht, wann ich das Video online kriege, aber ich wollte letztendlich auch ein bisschen Video
Da lassen noch für die Leute, die nicht in Erftstadt sein können, aber gern ein bisschen wieder was sehen wollen von mir und meinem Garten letztendlich. Übrigens, zu Erftstadt werde ich natürlich auch Filmaufnahmen machen. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Da werde ich auf jeden Fall was in meine Videos einbauen. Vielleicht wird es auch ein einzelnes Video. Kommt drauf an, was ich da zusammenkriege und ob ich jetzt die Kamera da nun immer mit dabei haben möchte oder ob ich das nicht vielleicht einfach nur genießen möchte, euch Zuschauer zu sehen oder generell euch YouTuber zu sehen. Das wird eine ganz spannende Sache. Ich bin auf jeden Fall schon ganz aufgeregt. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und sagt tschüss, euer Lars. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.